Hallo und herzlich willkommen zu Teil 8 unseres Affinity-Fotokurses. Und heute machen wir was Neues. Wir starten mal mit Command N. Ihr könnt die Tasten, die ich drücke, immer unten eingeblendet sehen, sodass ihr das alles nachmachen könnt. Command N steht für neues Dokument. Und hier kann ich den Typ dieses Dokuments auswählen, ob es ein Gerät sein soll oder eine Website oder ein Foto sein soll. Wir nehmen hier mal das Gerät und wählen ein iPad Retina an, können hier verschiedene iPads anwählen und klicken auf OK. Und was wir dann bekommen, ist schon die fertige Auflösung dieses Gerätes. Also welches ihr da jetzt wählt, ist für das, was wir hier machen wollen, erstmal egal. Wir haben im Moment keine Ebene, das heißt, wir fügen eine hinzu. Das machen wir hier unten, indem wir auf das Blatt Papier klicken. Und diese Ebene, die werden wir jetzt mit einem Verlauf füllen. Das macht man mit dieser kreisrunden Farbverlaufstafel hier. Die klicke ich mal an und nun kann ich einen Startpunkt definieren und mit der linken Maustaste, die ich gedrückt halte, ja so einen Verlauf aufziehen. Und dann lasse ich hier mal los und ihr seht hier so zwei Kreise, das sind die Farbpunkte. Ich kann also diesen Kreis hier anwählen und hier oben in der Farbauswahl zum Beispiel einen dunklen Blauton wählen. Und hier oben klicke ich jetzt auf diesen Kreis und ändere auch hier die Farbe und nehme mal so ein helles Blau. Und schon habe ich hier so einen Verlauf. Und ich kann die Art des Verlaufes noch verändern. Ich kann zum Beispiel sagen, das Dunkle soll nur sehr kurz im Verlauf sein und dann soll es schon in das helle Blau übergehen oder ich mache das genau umgekehrt. Also hier mit diesen Schiebereglern könnt ihr diesen Verlauf nochmal beeinflussen. Das soll es gewesen sein. Nun haben wir einen schönen Hintergrund und jetzt wählen wir eine weitere Ebene. Also wichtig ist, dass ihr immer lernt, auf Ebenen zu arbeiten. Also jeden Bearbeitungsschritt oder jedes Grafikelement würde ich auf eine eigene Ebene setzen. Das machen wir jetzt. Wir nehmen eine neue Ebene und wählen hier das Texttool aus und wählen jetzt mit gedrückter linker Maustaste die Schriftgröße und schreiben hier Arcada Club hin. Und dann sehen wir, ein bisschen groß geworden. Also nehmen wir uns hier das File-Tool und gehen an eine der Ecken und verkleinern die Schrift, schieben die hier mal so ein bisschen auf die Mitte des Bildschirms. Ja, und wir können hier sogar auch noch eine andere Schriftart wählen, zum Beispiel diese hier. Und dann haben wir hier auch so eine einigermaßen große Fettschrift. Also habe ich vielleicht ein bisschen schnell gemacht. Ich habe hier die Arial Black genommen. Die habt ihr alle auf eurem Rechner auch. So, und wir haben gesehen, dass Affinity Photo selber eine Ebene dazugefügt hat, als ich den Text nämlich angewählt habe, obwohl ich vorher diese Pixel-Ebene aktiviert habe. Das heißt, das war eigentlich überflüssig. Auch Affinity Photo scheint Ebenen hinzuzufügen, wenn es der Überzeugung ist, das machen wir mal lieber auf einer neuen Ebene. Deswegen können wir diese Ebene hier eigentlich löschen. Da drücke ich die rechte Maustaste drauf und sage löschen. Weg ist sie. Und nun habe ich nur diese beiden Ebenen hier. So, wir können jetzt auf dieser Ebene etwas machen. Ich wähle also jetzt diese Ebene aus und wir haben hier oben noch einen FX-Effekte-Schalter. Wenn ich da mal draufklicke, dann kommen hier einige komische Effekte zum Vorschein und wir gucken uns die jetzt mal an, was wir damit machen können. Wir fangen aber mit denen an, die spannend sind und nicht mit denen, die schon komische Sachen machen. Deswegen fangen wir hier mal mit dem Schatten nach außen an und ich mache den mal an und noch passiert gar nichts, aber hier, wenn ich auf den Pfeil klicke bzw. den Effekt einschalte, dann geht dieser Dialog auf und dann kann ich hier verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel kann ich einen Versatz einstellen, der ist jetzt bei 0 Pixel und jetzt werde ich den mal hier so ein bisschen erhöhen. Ich übertreibe ein bisschen, aber ihr seht, wie hier ein Schatten entsteht und diesen Winkel des Schattens, den kann ich hier angeben. Also kann ich hier ganz genau einstellen, in welche Richtung dieser Schatten abstrahlen soll und ich kann den Radius auch eingeben und der Radius ist jetzt ein bisschen komisch. Ihr merkt, wie ja das so ein bisschen auswäscht das Ganze und im Grunde genommen ist das der Radius, nämlich, ja, wie soll ich das sagen, wie so dieser Milcheffekt auf dem Schatten liegen soll, das definiert man hier mit diesem Radius, also wie weit er sich ausbreiten soll letztendlich der Schatten und ich kann durch einen sehr hohen Radius einen sehr weichen Schatten erzeugen. Ihr seht das jetzt, habe ich hier einen sehr schönen weichen Schatten und schon so einen kleinen 3D-Effekt. Also das geht mit dem Schatten nach außen und klappt wunderbar mit Schriften, aber auch sonst mit allen anderen Formen. Und wir können jetzt mal schauen, was der Schatten nach innen denn macht. Den wählen wir auch mal an und wir wählen hier mal eine andere Farbe. Wir wählen mal hier ein etwas helleres Blau und dann gehen wir hin und machen mal hier den Versatz. Und da müssen wir auch ein bisschen übertreiben, bis da was passiert. Und dann sehen wir, naja, hier passiert gerade nichts, liegt vielleicht an der Deckkraft, ja, ist aber nicht zu sehen. Können also mit diesem Effekt hier scheinbar keine Beeinflussung starten und dann sparen wir uns das Ganze auch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass jetzt hier was passiert, aber wie oft, wenn man sowas vorführen will, klappt das nicht und ich glaube, der Schatten da innen ist nicht wirklich sinnvoll, also schalten wir ihn ab.
nicht alles, wie gesagt, funktioniert. Ihr müsst auch mal abends ein bisschen einfach versuchen rumzuprobieren. Ja, wir gucken uns mal hier so einen 3D-Effekt an. Das ist nämlich eigentlich das, was ich dachte, was jetzt passiert. Und jetzt gehen wir mal hier in die Vergrößerung mit Command Plus und schauen uns mal die Schrift an, was mit der passiert ist. Die hat nämlich hier so weiße Kanten bekommen. Die hat tatsächlich so einen 3D-Effekt bekommen. Und wir können das ja hier mal so ein bisschen übertreiben. Wir steigern das hier mal und dann seht ihr, die werden wirklich wie so kleine Luftballons, die Schriftart. Und das kann man hier über diesen Radius dann eben einstellen. Also haben wir hier schon mal so eine kleine, nette 3D-Schrift. Wir können noch mehr machen. Wir können zum Beispiel auch einen Schein nach außen aktivieren. Ich klicke das mal an und dann wähle ich auch hier mal so einen Radius und dann gucken wir mal. Aber ihr seht jetzt, wie um diese Schrift so eine weiße, ja, ein weißer Schein eben entsteht. Damit kann ich also auch nochmal Schriften schön betonen. Ich kann aber auch den abschalten, mache ich jetzt mal, und die Umrandung aktivieren. Und da nehme ich jetzt auch mal eine hellere Farbe blau und hofft, dass diesmal was passiert. Und jetzt ändern wir mal den Radius hier und jetzt seht ihr, wie wir hier so eine blaue Schrift bekommen. Vielleicht ist das Blau nicht ganz so toll. Können wir hier so ein bisschen ins Weiße gehen. Und jetzt verkleinere ich das Ganze mal wieder. Und dann seht ihr, wie ihr hier mit diesen Effekten solche Umrandungen hinbekommt. Und natürlich könnt ihr jeden Effekt auch wieder abschalten. Ihr könnt die Schatten abschalten und die Umrandung in der Farbe verändern. Können wir also hier zum Beispiel auch so ein Lila nehmen. Und wir können natürlich auch die Schriftart verändern. Die Farbe der Schrift, das allerdings geht nicht bei den Effekten, sondern hier bei der Füllung. Das ist hier oben der Parameter für die Texte. Und wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich eben dem Ganzen auch eine andere Grundfarbe geben, der ganzen Schrift. Und ihr seht schon verändern sich die Schriften im Aussehen ganz schön heftig. Und da kann man schöne Sachen mitmachen. Wir können hier nochmal ein paar andere Effekte ausprobieren. Zunächst gehe ich aber wieder zurück, weil ihr seht vielleicht, dass hier derzeit alles ausgeschaltet ist. Ich habe nämlich bei dem Rumklicken tatsächlich die Hintergrundebene aktiviert und ihr seht auch, die ist umrandet. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man immer in der Ebene bleibt, in der man die Veränderung auch machen will. Also ich klicke wieder auf diese Textebene, habe die auch ausgewählt und jetzt können wir ja mal gucken, was machen hier diese Kanteneffekte zum Beispiel. Auch da können wir einfach mal dran ziehen, um die Übertreibung hervorzurufen und dann sehen wir den Effekt wesentlich deutlicher. Ja, der holt hier nochmal so ein bisschen diese 3D-Effekte raus, aber sehr übertrieben. Und wir können das im Grunde genommen dann dabei auch belassen. Vielleicht noch interessant, es gibt hier noch die Gaußsche Unschärfe. Das ist so ein Effekt, mit dem ich so einen, ja, Unschärfe-Effekt erzeugen kann. Aber ihr seht schon, wenn dabei andere Effekte aktiv sind, dann fragt man sich nach dem Sinn dieses Effektes. Der funktioniert nämlich tatsächlich nicht immer, wenn andere Effekte eingeschaltet sind. Deswegen schalte ich jetzt mal alles, was ich hier eben dazu geschaltet habe, ab. Und dann nehme ich nur diese Unschärfe. Und ihr seht, sie erzeugt halt tatsächlich so eine Bildunschärfe. Und das kann schon mal sinnvoll sein, wenn man halt den Text vielleicht in den Hintergrund setzen will, wo diese Unschärfe schon im Foto existiert. Dann will man auch, dass die Schrift nicht ganz so knallhart ist und dass die auch eine Unschärfe bekommt. Das kann ich also hier für diese Ebene des Textes einstellen. Wenn ich das nicht will, schalte ich das wieder aus und kann die anderen Effekte natürlich jederzeit wieder aktivieren. Ja, und habe dann hier meinen Schatten. Wo haben wir den? Schatten nach außen. Das war der Effekt, den wir eben hatten. Da können wir die Deckkraft auch mal erhöhen und den Radius vielleicht ein bisschen rausnehmen. Und dann haben wir diesen Effekt. Das ist sehr, sehr mächtig, das Tool, und versteckt sich hier oben neben diesen Ebenen, also dieser FX-Schalter, und der bezieht sich aber immer auf die Ebene, die gerade angewählt ist, also nicht auf das gesamte Bild. Und das ist natürlich das Tolle, dass ihr eben wirklich einzelne Ebenen damit ausarbeiten könnt. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man möglichst viel auf Ebenen auch arbeitet, damit man eben nicht große Bildbereiche mit diesen Effekten versieht. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, man konnte das so ein bisschen nachmachen, das Ganze. Falls ihr Fragen habt, stellt die gerne. Ihr könnt auch auf die Webseite gehen, www.arcada-club.de. Dort findet ihr auch alle Videos. Und unten rechts so ein kleines Kästchen. Wenn ich online bin, steht das dort. Ich bin online und dann könnt ihr mich dort anchatten. Und dann können wir zusammen auch mal über eure Fragen direkt reden. Also diese Möglichkeit gibt es. Ich bin allerdings nicht immer online. Hin und wieder schaue ich da aber mal rein. Und sonst schreibt einfach eine E-Mail, das könnt ihr über die Webseite auch machen. Ja, und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und es geht natürlich mit dieser Serie hier auch weiter. Wir werden alle Serien immer weitermachen. Ich glaube, es gibt so viel zu erzählen, dass diese Serien und Kurse fast unendlich lang werden. Also, solange ihr Lust habt, guckt einfach rein. Und ja, das war's. Tschüss.